Es ist höher, schneller, weiter. Im Kern ist es so, wir haben die Zitrone, die in uns ist, immer mehr ausgepresst, optimiert. Und dann kommt der Selbstoptimierungswahn. Das heißt, ich bleibe gleich, ich denke gleich und optimiere alles und presse mehr raus. Aber diese mentale Transformation, dass ich innerlich mehr werde, dass ich Raum bekomme, dass ich zum Beispiel unter Druck links und rechts schreit, brüll, alles, ich bin ruhig und ich bin klar. Das heißt ja, dass mein innerer Raum zunimmt. Und das heißt, dass ich mental wachse. Und wenn alles außen sich ändert und ich mir die Zone noch mehr auspresse, dann fühle ich mich irgendwann mal leer. Wenn ich aber mir den Raum nehme und wachse, dann habe ich eine größere Zitrone und dann kann ich mit dem Drücken auch aus der Zitrone mehr rausholen. Und die vergangene Idee, höher, schneller, weiter, ist aus meiner Sicht am Ende. Und jetzt kommt eben flexibler, klarer, tiefer.